Das riecht irgendwie so nach einer Party vom Vortag. Ich finde, das riecht ein bisschen nach Toilette. Ah, ich ärgere mich so, wenn ich es höre. Und dann erstmal stehen bleiben. Ja. Und sich orientieren, fühlen. Ja. Einblendung Fabis Vlog. Neben der blinden Fabi steht eine blonde junge Frau. Hallo und schön, dass ihr wieder bei diesem Aktion Mensch Video mit dabei seid. Vielleicht habt ihr es ja schon gemerkt, ich bin heute nicht alleine hier, denn ich darf die liebe Petra begrüßen. Voll schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich auch sehr. Wir haben uns letztes Jahr schon mal privat kennengelernt und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam für ein ganz tolles Projekt vor der Kamera stehen. Genau, denn vor uns liegen 3 Challenges. Was genau das ist, wissen wir derzeit auch noch nicht. Wir sind gespannt. Aber was wir wissen, ist, dass Rewe das Geld zur Verfügung stellt, dass wir nachher, wenn wir die Challenges so gut gemeistert haben, an ein gemeinnütziges Projekt spenden werden. Was das genau ist, das erklären wir am Ende. Und jetzt hätten wir doch gern schon mal die erste Challenge, oder? Los geht's. Parcours. Petra, du musst Fabi mit Anweisungen durch einen Parcours auf diesem Spielplatz leiten. Sie darf nicht von der Strecke abweichen oder fallen. Die vorgegebene Strecke siehst du im Video. Für diese Challenge gibt es 1000 Euro. Oh, wow. Okay. Oh Gott, das erhöht den Druck überhaupt ja. nicht. Okay, fühlst du dich gut vorbereitet? Ja, ich hoffe, dass ich, dass du nicht fällst. Das kriegen wir hin. Ich versuche, mich auszubalancieren. Ja. Ich vertraue dir da auf jeden Fall blind. Und dann versuchen wir unser Glück, oder? Okay, ja. Okay. Was noch wichtig zu erwähnen ist, dass wir nicht gegeneinander, sondern miteinander antreten, um natürlich möglichst viel Geld zu erspielen. Und ich habe jetzt ein Video bekommen mit der ersten Challenge, die ein Parcours ist, durch den ich dich leiten muss. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil da sind ein paar Sachen bei. Oh, also wenn ich mir vorstelle, dass ich da mit geschlossenen Augen drüber müsste, nö. Aber wir bekommen das hin. Ja, ich bin ja auch ein bisschen routiniert im mit einsatzweise geschlossenen Augen durch die Gegend laufen. Okay, also der Startpunkt ist auf jeden Fall da hinten. Da können wir einfach... Da hinten ist da? Genau, ja, alles geradeaus. Okay, VW, erstes Hindernis. Vor dir befindet sich eine Bank, die aber nicht rechteckig ist, sondern so ein bisschen geschwungen. Ich würde sagen, du kannst mal... Fühlen, nach vorne machen und fühlen. Ah ja. Genau, und da steigst du einmal drauf ja. und auf der anderen Seite wieder runter. Problemlos stellt sich Fabi auf die Bank und hüpft runter. Okay, das ging easy. Ja. 1 Euro. Wir gehen jetzt ein Stückchen nach links. So, jetzt fühlen wir nach unten. Das ist wieder so eine Bank. Die hat aber eine andere Form. Ja. Also die ist so ein bisschen dreckig. Mein Gleichgewicht ist nicht das Beste. Fabi läuft die bogenförmige Bank entlang. So, du darfst wieder fühlen. Und zwar ist das so eine Art Plastikreifen. Vorsicht. Ja. Das dreht sich. Das dreht sich? Ja. Oh, stimmt. Und da setzt du dich gleich drauf, drehst dich einmal um. Umdrehen? Ja, mit Popo. Rückwärts, brauchst du das? Genau. Ja. So, und jetzt schwingst du einmal, nimmst die Füße hoch und schwingst dich einmal nach rechts. Und wenn ich sage jetzt, dann springst du runter, runter, runter. Jawohl. Oh Gott, der Boden war näher. Ja, genau. Da sind wieder Bänke. Mhm. Stopp, gehen wir mal nach links. Mhm. Fühl mal die Bank unter dir. Mhm. Soll ich die auch wieder einmal ganz? Ja, Moment. Da sind nämlich 2 nebeneinander und du sollst quasi auf der einen entlang auf die andere rüber. Ein Abgrund, oh Gott. Dann geht Fabi auf eine leicht geschwungene Bank. Diese S-Form. Okay, stopp, stopp, stopp. Sie bleibt stehen. Jetzt dreh dich mal ein bisschen nach links. Ja, genau, stopp. Einen großen Schritt nach vorne. Wow, oh, super. Okay. So, und jetzt drauf. Und dann erstmal stehen bleiben. Ja. Und dich orientieren, fühlen. Ja. Das und ist wieder so eine S-Form. Wie eben? Genau. Okay. Nicht wundern, ich gucke übrigens dabei nach unten. Wenn ich nach vorne gucke, habe ich kein Gleichgewicht mehr. Das hängt nicht damit zusammen, dass und ich stopp, das sehe. Du bist am Ende. Okay. Und kannst jetzt runterspringen. Okay. Super. Jetzt haben wir hier Stangen. Also da kletterst du einmal unten durch. Also, was heißt klettern? Streck mal die Hand aus. Ja. Noch ein Stückchen nach vorne. So, da gehst du jetzt einfach unten durch. Jawohl, stopp. Genau. Okay. Jetzt kommt hier gleich die nächste. Okay. Hand ein bisschen weiter unten. Ja. Genau. Und da auch noch mal unten durch. Super. Ich fühle mich wie auf dem Kinderspielplatz. Ist ja auch einer. Ist ja im Prinzip einer, ne? Der übrigens auch von Aktion Mensch und Rewe mitfinanziert wurde. Da habe ich ein Schild vorhin gesehen. Nach links, links zu mir. Ja. Genau, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Und was wir noch gar nicht hatten in diesem Parcours, eine Bank. Also. Auch wieder eine U-Form, diesmal nach rechts gebogen. Fabi steigt auf die Bank. Ich will wieder hier. Sie dreht sich um. Soll ich es mal rückwärts versuchen? Oh Gott, meinst du, das gibt noch mal einen extra Bonus? Oh mein Gott, Fabi. Warte, warte, warte. Rückwärts läuft sie die Bank entlang. Der Beweis, dass ich wirklich nicht sehe. Ich sag dir auch gleich Stopp. Genau. Das ist sehr gut. Und Stopp. Sie springt runter. Yes. Jetzt finde ich jetzt ein bisschen spannend. Wie kommst du denn da unten rein? An einem Klettergerüst. Hand ausstrecken. Welche, rechte oder beide? Beide. Da? Genau.
Und da kletterst du jetzt einmal unten durch. Und zwar befindet sich da so ein Seilklettergerüst. Kannst jetzt auf jeden Fall schon mal in die Hocke. Genau. Und so? Die Hand links schon mal ausstrecken. Ja, genau, da fühlst du das schon mal. Da musst du auch noch mal unten durch. Auch noch mal unten durch. Genau, und jetzt kommt dieses Plastik. Ah, jetzt stehe ich auf, oder? Was auch immer das ist. Nein, noch nicht. Weil fühl mir über dich. Da ist dieses Klettergitter weiter. Was soll ich denn bitte hier machen? Und du gehst jetzt einfach, kletterst hier einmal drüber, unten über dieses. Drüber klettern? Genau, kannst du drüber rutschen. Ah, weil da kommt dann, schon gleich das nächste. Genau. In geübter Haltung steigt Fabi über zwei Plastikelemente. So, und jetzt hast du dir und jetzt geht's, jetzt ist der Abstand ein bisschen größer. Duck dich mal, weil da oben kommen wieder die, genau. Okay, und da gehst du unten durch und da erwartet dich die letzte, was auch immer, Banane. Ja. Und da kannst du dich draufsetzen. Ah, so eine Banane. Oh, das krieg ich von früher. Das ist der Thron? Ja. Ja, ja, wir haben es geschafft. Yeah. Imaginäre High Five. Ja, genau. Ach, cool. Das waren 1.000 Euro. Das waren 1.000 Euro. Jetzt bin ich fix und... Nein, okay, ich bin nicht fix und Foxy. Das hast du nämlich super gemacht. Dankeschön. Ich hatte echt ein bisschen Angst. Und man sagt auch total oft Sachen, gerade beim Start habe ich auch gesagt, einmal hier lang. Ja, aber da habe ich ja gleich gefragt, so ist hier da. Ja, also, ist auch super. Ja. Aber ja, den hast du wirklich toll gemacht. Dankeschön. Guck mal, mir ist nichts passiert, dir ist nichts passiert. Ich würde sagen, wir sind doch jetzt so im Challenge-Fieber. Da können wir eigentlich gleich zum nächsten übergehen, oder? Mal gucken, was uns erwartet. Ihr bekommt 10 verschiedene Getränke. Erratet gemeinsam mindestens 6 Getränke richtig, um die Challenge erfolgreich abzuschließen. Für diese Challenge gehen 1.000 Euro an ein gemeinnütziges Projekt. Yay, 1.000 Euro, ein bisschen was trinken, kriegen Hast wir du hin. Lust? Ja, ich freue, also ich hoffe, dass da nichts Ekliges dabei ist. Ich hoffe auch. Und vor allem hoffe ich, dass ich die Sachen kenne. Eigentlich bin ich richtig gut in Sachen erkennen. Nee, ich hätte das jetzt besser nicht gesagt. Okay, wir fangen jetzt einfach an. Ich bin, glaube ich, auch gut. Komm, wie viel trauen wir uns zu? 8 von 10 anstatt 6? Ja. Ja, komm, locker. Easy, easy. Und wenn nicht, haben wir vielleicht noch einen Joker, weil hallo, du bist gerade eben rückwärts gelaufen, hallo. Und da es sich ja um ein Blind-Tasting handelt, werde ich mir jetzt auch die Augen einmal verbinden. Auf einem Tisch stehen 2 Reihen mit Bechern. Unterschiedliche Getränke werden hineingegossen. Fabi und Petra stehen sich am Tisch gegenüber. Bist du bereit? Ich bin bereit, okay, dann suchen wir mal das erste Getränk. Und weil wir mit Prosten machen, komm, das gibt einen extra Punkt. Okay. Auf Brusthöhe. Ja! Wow, okay, wir haben schon einen gut. Beide riechen am ersten Getränk. Hey, das riecht nach Lakritz, oder? Ja, voll. Fabi trinkt davon. Das ist Tee. Das ist? Kamille. Ist das Kamillentee, hätte ich auch gesagt, glaube ich. Warte mal, ich war jetzt kurz auch bei Fenchel, aber ich glaube, es ist Kamille, ne? Nee, Fenchel. Nee, es ist Fenchel. Ja, Fenchel. Es ist Fenchel. Ja? Fenchel-Tee? Fenchel-Tee? Yay! Ja, geil! Juhu! Eins von 10. 10, okay. Im nächsten Becher ist etwas Rotes. Das riecht nach Essen. Fabi und Petra kosten davon. Mmh, Tomatensaft. Ja. Oh, den möchte ich auch trinken. Lecker. Okay, das nächste. Das riecht nach Kaffee. Das riecht total nach Kaffee. Petra verzieht das Gesicht. Ich habe dir doch vorher noch gesagt, dass ich keinen Kaffee mag. Ich glaube, es ist Kaffee. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtiger Kaffee ist. Es ist kalter Kaffee, definitiv. Aber ich glaube, es könnte so ein Kaffeepulver sein oder ein Kaffeeersatz. Aber auf jeden Fall, also ich will mich auch auf Kaffee festlegen, weil irgendwas mit Kaffee ist es. Oder? Kaffee. Oh, ich wusste, dass es eine Alternative ist. Ja! Für mich war es einfach nur Bar. Dann der nächste. Hast du deinen? Ja. Das riecht intensiv. Das riecht nach Möhre, oder? Nee, nach. Okay, ich habe noch nicht probiert. Karottensaft. Ich habe noch nie in meinem Leben Karottensaft getrunken, aber es ist Karottensaft. Guck mal, die Vitamine nehme ich immer mit, die esse ich gleich nochmal. Hast du schon ein Getränk? Ja, boah, das riecht richtig süß. Das ist irgendeine Limo oder so, oder? Ach krass, das riecht total süß, aber schmeckt überhaupt nicht so. Also es riecht wie Eistee. Das ist Früchtetee. Das ist Früchte. Fabi trinkt noch einen Schluck. Ja, es ist Früchtetee. Hagebutte? Hagebutte. Ja, Hagebutte. Es ist Hagebutte und da ist meistens noch irgendwas anderes mit bei. Nein, wirklich, ist es nicht Hagebutte? Nee. Oh, wieso man da auf nicht, den das stimmt kommt? Nicht. Fabi und Petra greifen den nächsten Becher. Das riecht null? Nee, nach gar nichts. Ich glaube, Mandelmilch ist es nicht. Nee, Mandelmilch ist es nicht. Ich weiß, dass Haselnussmilch ganz, ganz süß ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Milchalternative. Ja, das auf jeden Fall. Das reicht? Milchalternative? Hafermilch. Das riecht. Aha, yay. Okay. Echt? Oh. Und wie krass ist das, das riecht ja null. Das riecht gar nicht, ich hätte gedacht, das wäre Leitungswasser. Mhm. Aber ich finde es total cool, dass du das auch erst über das Riechen machst. Also du nutzt dann wahrscheinlich auf einmal den Riechsinn mehr, was du, wenn du das sehen könntest, wahrscheinlich nicht machen würdest. Dann würdest du sagen, ach, ich sehe, das ist hell oder dunkel.
Und dann würdest du das Riechen wahrscheinlich komplett außer Acht lassen. Ne? Ich glaube, es ist auch so ein Reflex, so ein Schutzreflex auch. Das riecht komisch. Ja. Bisschen säuerlich. Ach, das könnte Rhabarber oder so sein. Ja, Schorle. Das ist Rhabarberschorle. Dann lass ich gelten. Das ist Rhabarberlimo. Ah, okay. Aber auch lecker. Okay. Ja. Was ist das denn? Das trinke ich nicht. Das ist aber kein Wurstwasser oder sowas. Oh. Oh, ich habe richtig Angst, das jetzt zu trinken. Das riecht irgendwie so nach einer Party vom Vortag. Ich finde, das riecht ein bisschen nach Toilette. Ist das Zitronensaft? Also es ist auf jeden Fall irgendeine Zitrusfrucht. Ja, wenn man jetzt die Farbe wüsste, würde vielleicht. Nee, ich kann es dir nicht sagen. Ich möchte auch nicht nochmal nippen. Aber es ist keine Zitrone, es ist auch keine Limette. Es riecht auch so ein bisschen gegoren, ne? Ich bin raus. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich will auch ein Brottrunk. Was? Ah. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Das hatte meine Mitwohnerin mal im Kühlschrank stehen. Das habe ich weggeschüttet, weil ich dachte, das wäre nicht mehr gut. Sie hat gesagt, das muss so. Wahnsinn. Ich glaube, wir haben jetzt noch zwei vor uns und dürfen auch keinen Fehler mehr machen. Aber wir haben unsere Boni noch, also vielleicht in dem Fall. Also 6 von 10 müssen wir offiziell haben, aber wir haben ja die Latte etwas höher gelegt. Lecker. Es riecht nach Pfirsich. Fabi nippt am nächsten Getränk. Und schmeckt nach Pfirsich. Ich würde sagen, es ist Pfirsich-Eistee. 7 von 10. Sehr gut. Ah, lecker. Ich hätte gedacht, es wäre Saft. Pfirsichsaft, aber das gibt es ja selten. Okay, komm, wir prosten noch mal. Ja, komm. Und? Auf Brusthöhe. Ja! Yeah. Okay, das war, glaube ich, eher deine Hand. Ach. Es riecht nach Getreide. Es riecht nach Kartoffel. Ja, ja. Aber lecker. Das ist rote Beetesaft. Ja. Und mit Kartoffeln meine ich, es riecht so erdig. Ja, genau. Ja. Wir haben's. Ja, voll gut. Und vor allem, wir haben uns ja selber die Challenge mit 8 von 10 gesetzt. Wir sollten ja eigentlich nur 6, aber wir waren richtig gut. Selbst übertroffen fast schon, ne? Voll gut. Ja, sag mal, wie war das denn so für dich jetzt unter der Augenbinde, irgendwas zu trinken, was vor dir steht? Also zum einen hat es total viel Spaß gemacht. Es war mal was anderes, sich auf die anderen, also auf den Geruchssinn und den Geschmackssinn zu konzentrieren. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt die Augenbinde abgenommen und ich hätte die meisten Sachen schon vom Aussehen erraten können. Und so halt wirklich nur mit der Nase und dem Geschmackssinn, das war schon besonders. Also, und manches hart an der Grenze, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich fand, du warst mega schnell. Ja? Also immer, wenn ich es gedacht habe, hast du es manchmal sogar schon gesagt. Also man merkt, dass du da geübt drin bist, das gleich so intensiv. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich rieche immer an allem, bevor ich es zu mir nehme. Ihr könnt ja mal sagen, was wäre so das größte Grauen für euch, was ihr an Getränk vorgesetzt bekommen könntet? 2000 Euro haben wir uns schon erspielt. Das ist richtig gut. Ich würde sagen, es lief auch richtig gut bisher. Ja. Gucken wir mal, ob das bei Challenge 3 noch so bleibt. Und bitte. Ihr bekommt jetzt eine Liste mit Liedern. Summt 4 davon vor. Euer Gegenüber muss sie erraten. Erratet ihr insgesamt 5 von 8 Liedern, ist die Challenge geschafft. Für diese Challenge gibt es 3000 Euro. Hui, viel Geld, aber ich bin richtig schlecht in sowas. Ich auch, ich weiß nie die Interpreten. Ich könnte manchmal mitsingen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das alles heißt. Ich würde sagen, wir probieren es trotzdem. Okay. Wer fängt denn jetzt an? Ich kann anfangen. Du fängst an, okay. Ja, okay. Dann schnick, schnack, schnuck. We are the Champions von Queen. Yeah! Ja! Sehr gut. Ich glaube, das war aber auch das Einfachste. Okay. Von der Liste. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich war schon richtig aufgeregt. Okay, dann mache ich weiter. Nena? 99 Klopfer. Ja! Oh, es läuft ja doch, Gott sei Dank. Okay. Oh, sag das nicht zu früh. Oh Gott, ich bin richtig. Weiter geht's. Okay, da bin ich mir nicht sicher, ob du den Interpreten weißt. Ich glaub, dann machst du es besser nicht. Aber der Rest ist auch nicht besser. Lemon Tree von Fabi bewegt die Arme. Doppelname. Ja, von ich kenne die. Haben die nicht? Warte, die sind glaube ich sogar Deutsche und nicht irgendwas Englischsprachiges. Man denkt das nur. Lemon Tree von ich ärgere mich so, wenn ich es höre. Fool's Garden. Nein! Och nein! Aber siehst du, ich wäre gleich auch nicht auf den Namen gekommen. Och Mann! Okay. Ärzte?
Probe. Ja! Richtig gut! Ich bin doch gar nicht so schlecht. Nein, du bisher bist du, schlägst du dich besser. Okay, weiter geht's mit dem Desaster. Nee, ich glaube, nur der Anfang war. Warte, geht mir das vorher? Ich glaube, ich habe das Lied, aber oh, ich stehe gerade ganz auf dem Schlauch. Das ist Viva Colonia. Von? Ach, oh, scheiße, jetzt wird es richtig peinlich. Ich bringe die ganzen Karneval-Leute immer durcheinander. Ja, aber sind das die Höhner? Ja! Ah, okay. Ich hatte so Angst, dass es nicht die Höhner sind. Okay. Das hätte ich zum Beispiel nicht gewusst, dass es von okay. denen ist. Nee, ich dachte, ja. Voll gut. Okay. Wie viele Punkte haben wir? Okay, wir brauchen noch einen, dann haben wir es. Und den kennst du. Okay, 3000 Euro! Ja, ja, also das ist der 3000-Euro-Song. Petra tanzt. Everybody! Ja, von Backstreet Boys! Ja! Yeah. Das hat gedauert, das scheint nicht so. Nein, ich habe getanzt. Entschuldigung, ich habe es ja gar nicht gesehen. Ich habe den Move gemacht. Ah, ja. Sehr gut. Oh mein Gott, 3000 Euro, imaginärer. Fabi und Petra heben die Hand wie zum High Five. Boah, damit haben wir nicht mal unsere Boni genutzt, die wir uns fleißig erspielt haben. Ja. Und es trotzdem geschafft, diese drei Challenges mit Bravour zu meistern. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Rewe, die 5000 Euro zur Verfügung stellen. Aber wo geht das Geld eigentlich hin? Ja, ich hatte die große Ehre, mir das aussuchen zu dürfen und habe mich für Trommelwirbel. Danke. Tor entschieden. Tor ermöglicht live bei Veranstaltungen, zum Beispiel bei Sportevents, blinde Reportagen. Das heißt, wenn man nicht sieht, was zum Beispiel bei einem Handballspiel, bei dem ich dabei war, bei der Handball-WM, nicht sieht, was da passiert, dann bekommt man einen Knopf ins Ohr und bekommt beschrieben, was zu sehen ist. Und damit ist es für mich persönlich ein maximales Gefühl der Teilhabe. Und ich möchte Tor sehr, sehr gerne, oder wir möchten Tor sehr gerne damit unterstützen. Wir hoffen sehr, dass ihr euch darüber freut. Und wir hoffen auch sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne den Daumen nach oben da, ein Abo für die Aktion Mensch selbstverständlich auch und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Petra, vielen Dank, es hat richtig Spaß gemacht. Danke, dass ich sicher von A nach B gekommen bin und so oft mit dir anstoßen durfte. Es war ein ganz großes Vergnügen. Danke, dass ich da sein durfte, hat mega Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.